ihrer Neujahresansprache vergangene Woche kritisierte Bürgermeisterin Petra Reiber öffentlich die Bordellpläne in der Westerländer Strandstraße. Reiber wörtlich: Das von Rudloff und Co. geplante Etablissement in der Strandstraße, wohlgemerkt im gleichen Gebäude wohnen auch Familien mit Kindern, führt nach meiner Einschätzung zu einer zusätzlichen Fehlentwicklung auf dieser Insel. Nun hat der Pressesprecher des Betreibers reagiert. Michael Berrettin teilte mit, offenbar habe die Gemeinde Sylt nicht begriffen, was Jürgen Rudloff im geplanten Gentleman's Club vorhabe. Deshalb sei der Umbau auch so ungewöhnlich schnell genehmigt worden. Im Gebäude werde knallharte Prostitution betrieben werden, allerdings in einem kleinen Rahmen, der nicht zu Sextourismus führe. Bürgermeister gesucht. Nachdem Stellvertreter Carsten Kerkam nicht als Nachfolger von Bürgermeisterin Petra Reiber kandidieren will, sind die Fraktionen der Gemeinde Sylt auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. Reibers vierte Amtszeit endet am 30. April 2015. Ein Nachfolger wird voraussichtlich schon im November dieses Jahres gewählt. Eine öffentliche Ausschreibung der Stelle ist nicht geplant. Fraktionsübergreifend wird nun nach einem geeigneten Bewerber gesucht, der sowohl über Verwaltungserfahrung wie auch über sehr gute Inselkenntnisse verfügt. Das Unternehmen Velotaxi will sein Angebot erweitern. Geplant sind Bar-Shuttles, die Kneipengäste ab 22 Uhr durch die Westerländer Fußgängerzonen befördern sollen. Außerdem hat Velotaxi um die Genehmigung für Fahrten ab dem Bahnhofsvorplatz gebeten. Für die Verwaltung sind diese Pläne jedoch nicht umsetzbar. Sie hat den Antrag abgelehnt. Die Konkurrenz zu den Taxiunternehmen und die zusätzliche Verkehrsbelastung sprechen gegen das Vorhaben. Rückendeckung bekommt das Unternehmen jedoch von Umweltpolitikern und dem Klimaschutz der Gemeinde Sylt.